Ja, hallo. Ich habe mir gedacht, in dem Video geht es mal nicht so darum, was gerade blüht, sondern darum, was ich da eigentlich überhaupt treibe. Vor einigen Jahren ist uns das ganze Gärtnern hier zu viel geworden. Wir haben ein recht großes Grundstück. Ständig Rasen mähen, Beete jäten und so weiter. Das war nicht so lustig. Und dann habe ich eben geguckt, was kann man anders machen. Bin dabei auf die Permakultur gestoßen. Aber das ist natürlich eigentlich eine andere Dimension, Permakultur. Das ist eher Landwirtschaft. Und über die Beschäftigung mit der Permakultur kam ich dann auf das Hortus-Netzwerk. Das ist eine Idee vom Markus Gastel, der die Permakultur mit dem Naturgarten verbindet, die ganzen Zonen auf drei eingedampft hat, was man in einem Hausgarten sehr gut umsetzen kann, nämlich eine Pufferzone, in der dann Bäume und Sträucher stehen, eine Hotspot-Zone, in der viele heimische Blumen stehen, Blumenwiesen und ähnliches. Und eben die Ertragszone. Normalerweise sollte die Ertragszone ziemlich nah am Haus sein, dass man das halt immer im Blick hat und eben auch schnell was ernten kann. Das ist wegen unserer Lage nicht möglich, weil der größte Teil des Gartens zu wenig Sonne abkriegt und die Ertragszone liegt deswegen bei uns an der sonnigsten Stelle. Und um den Tieren zu helfen, braucht man halt nicht nur Blumen, sondern braucht auch Lebensraum. Und Lebensraum bedeutet vor allem Totholz, in dem Käfer dann Löcher reinmachen können. Und in diese Löcher ziehen dann wieder Wildbienen ein. Genau. Oder eben ein Sandarium, was für die Erdnister ist, dass ich das jetzt abgedeckt habe, ist einfach, um die Pflanzen zu unterdrücken. Ich hoffe, die Bienen finden trotzdem weiterhin rein. Und ein Sandarium ist eben entweder ungewaschener Sand oder Sand, der mit Lehmanteil angereichert wurde. Das ist für die bodennistenden Bienen halt schön, weil sie da gut reingraben können. Ja, das Symbol des Hortus ist die Steinpyramide. Ich habe hier eine Pflastersteinpyramide gebaut. Da sind eben auch in den Ritzen Lebensräume. Wenn die Sonne drauf scheint, wird es warm, kann sich ein Insekt auch mal aufwärmen. Ja. Die meisten Blühpflanzen, also die heimischen, sind es eben gewohnt, auf nährstoffarmen Böden zu leben. Deswegen habe ich hier an einigen Stellen auch den Boden ausgetauscht. Das hier ist jetzt 30 cm Kies und sonst nichts. Die Pflanzen, die da drin sitzen, sind hauptsächlich gepflanzt, aber die eine oder andere hat sich jetzt auch schon angesiedelt. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Und hier zum Beispiel diese Färberkamille, die ist eben eingesetzt. Oder der Mohn hier, Quatsch, ist nicht eingesetzt, sondern wild gekommen. Oder der Mohn hier, der hat sich eben auch ausgesät. Aber die nesselblättrige Glockenblume, die man hier sieht, die ist eben im Topf reingekommen, damit da eben auch schnell was passiert und das Ganze anfängt, ja, zu wachsen. Ja, man setzt im Hortus vorwiegend auf einheimische Arten, weil die Insekten eben an diese Arten gewöhnt sind. Die fremdländischen Arten, die dienen maximal als Futterquelle, manchmal wie bei der Forsythie nicht mal dafür. Aber dennoch habe ich auch entgegen dem Konzept die eine oder andere ausländische Art, wie zum Beispiel hier den Kandelaber Ehrenpreis, der halt echt extrem beflogen wird als
Futterpflanze, aber eben nicht für Raupen. Raupen brauchen die einheimischen Arten und ohne Raupen haben wir keine Schmetterlinge. Und das ist eigentlich dramatisch, wenn ich dran denke als Kind, was wir an Insekten hatten, was ich da immer vom Auto, als ich meinen Führerschein gemacht habe, für eine Insektenkruste von der Windschutzscheibe und den Scheinwerfern abkratzen musste im Sommer. Und heute ist da gar nichts mehr. Das ist so ein krasser Artenschwund, den wir hier haben. Und da möchte ich halt meinen Beitrag dazu machen, dass sich das ändert. Und habe eben hier angefangen, verschiedene Sachen umzusetzen. Da hinten zum Beispiel ist der Käferkeller. Da habe ich eben ein Loch gegraben und Holz rein und obendrauf eben auch noch Holz. Das hat dann unten eben ein feuchteres Klima, sodass die Käfer da besser das Holz umsetzen können sozusagen und dort ihre Käferlarven drin groß werden können. Hier liegen ein paar Wurzeln, das ist rein oberirdisch. In den Zwischenräumen gibt es natürlich auch verschiedene Lebensraum. Ja, und hier ist eben die Pufferzone mit Bäumen und Sträuchern. Aber auch hier natürlich der Versuch, immer mehr Blüte reinzubringen. Ja, und ich verwende halt alles, was ich habe. Ich hatte einen Zwinger. Die Zwingerteile standen blöde rum, waren nur im Weg. Jetzt habe ich sie eben als Ranggitter hier für eine Rose verwendet. Die Steine, die ich hier zu Trockenmauern aufgesetzt habe, habe ich alle im Endeffekt über eBay Kleinanzeigen und ähnliche Portale gefunden. Habe sie dann abgeholt und eben Trockenmauern gemacht. Die Zwischenräume sind eben auch wieder sehr wichtig. Dazu zum Beispiel dann die Wollbiene ihre Nistkugel rein. Ja, auch Disteln sind wichtig. Hier die Karde. Ja, und da ist eben der Reisighaufen. Wer mich schon öfters verfolgt hat, weiß, dass wir dieses Jahr in diesem Reisighaufen einen Igel hatten. Hier vorne habe ich eben einen Eingang gelassen, wie man reinkommt. Der Rest ist dann zu. Auch hier haben wir natürlich verschiedene Vorteile. Erstens, ich muss den ganzen Astschnitt nicht mehr wegfahren. Ich hole mir auch manchmal bei Nachbarn noch was, wenn es bei uns nicht genug anfällt, um den immer wieder groß zu machen, weil der ja auch zusammensackt. So ein Reisighaufen sollte schon ein Kubikmeter groß sein. Der hier ist jetzt natürlich deutlich größer. Aber es ist auch schön, dass man einfach so vieles nicht mehr wegschmeißen muss oder wegbringen muss, sondern einfach hier im Garten hat und dann auch weiß, dass es einem nützt, dass man es hier hat. Ne? Hier hinten liegt eben auch wieder Totholz, das ich bekommen habe. Die Leute hätten das jetzt weggeschmissen. Hier darf es weiterhin Lebensraum sein. Ja, was habe ich noch gemacht? Ach ja, ich beschäftige mich sehr stark mit torffreien Alternativen. Das ist mein neues Hobby, zu gucken, was da geht. Dazu habe ich jetzt auch schon in verschiedenen Videos was gesagt, indem ich versuche, mit Pinienrinde, Sand und Kokosfaser eben hier eine Moorumgebung zu schaffen, in der eben Sonnentau und ähnliches leben kann. Und bisher schaut das ganz gut aus, dass das torffrei funktioniert. Und wie man sieht, kommen auch immer wieder Bienen und Wespen und holen sich hier was von der Feuchtigkeit ab. Ja. Dann haben wir noch einen großen Kompostbereich angelegt, in dem eben an drei Stellen der Kompost sich befindet. Zum einen hier direkt am Hauseingang der ganz frische Kompost, wo eben auch überflüssiger Grasschnitt hinkommt. Dann in dem Bereich
älterer Kompost. Und wenn er dann fertig ist, liegt er da, wo der Sack ist. Im Augenblick fällt noch nicht genug Kompost an, um all das, was wir machen, zu tun. Deswegen muss ich halt immer wieder auch noch zukaufen. Aber ich hoffe, dass das mit der Zeit aufhört. Ja. Und auch in der Ertragszone oder im Nutzgarten haben wir verschiedene Sachen umgesetzt, die wir eben jetzt dazugelernt haben. Zum Beispiel, dass wir unsere Tomaten mit sogenannten Mulchwürsten den Boden abdecken. Dadurch bleibt der Boden unten drunter immer viel feuchter. Und wenn jetzt hier Schnecken wären, dann könnte man die auch schön absammeln. Ja, Boden ist immer noch richtig feucht, obwohl ich da nicht gieße. Das spart natürlich dann auch Wasser. Ansonsten lassen wir halt auch eine gewisse Wildheit zu. Na, das waren mal ein paar Erdbeerpflanzen, die haben sich so vermehrt. Das ist richtig krass. Bisher konnten wir da immer noch Tomaten dazwischen pflanzen. Das klappt dieses Jahr einfach nicht mehr. Da ist einfach zu wenig Platz. Aber wir essen ja auch gerne Erdbeeren, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ja, was wir auch versuchen, ist eben giftfrei zu arbeiten. Das heißt, wir tun hier eben kein Schneckenkorn raus. Wir tun keine Pflanzenschutzmittel verwenden. Allerdings gibt es Krankheiten, wo es blöd wird, weil das hier sind Pilzerkrankungen. Und wenn man, hier kann ich jetzt zwar die befallenen Blätter wegmachen, aber ja, das Einzige, was man angeblich machen kann, ist eben mit Kupfer irgendwas zu besprühen. Aber das ist nicht gut, weil Kupfer ist ein Schwermetall. Das reichert sich im Boden an und dann wird er vergiftet. Kann eigentlich nicht das Ziel sein, dass ich hier in einem Naturgarten meinen Boden kaputt mache mit Kupfer. Von daher ist bei so einem Pilzbefall einfach das Problem, dass man sich ernsthaft überlegen muss, ob man da dann nicht doch zu normalen Pflanzenschutzmitteln gegen Pilzbefall was macht, wenn die Pflanze es nicht selber hinkriegt. Natürlich kann man erstmal versuchen, mit allen möglichen Hausmittelchen hinzukriegen. Aber da bin ich an dem Punkt echt ja, sehr zwiegespalten. Einerseits möchte ich kein Gift ausbringen, andererseits möchte ich auch, dass meine Pflanzen Ertrag haben. Und ich will den Boden nicht verseuchen, jetzt was machen. Schlauer wäre es gewesen, erst gar nicht sowas anzupflanzen, was einen in dieses Dilemma bringt. Ja, was auch sehr gut funktioniert, sind Rosen. Ungefüllte Arten, heimische Arten, die entsprechend blühen. Ja, ich habe Rosen früher immer nicht gemocht, aber ich kannte eigentlich auch im Wesentlichen nur die gefüllten Arten. Und ja, wenn ich jetzt die heimischen Arten sehe, das ist schon echt schön, wie die Blüten aussehen. Ja, habe ich sonst noch was zu erzählen? Ja, das meiste habe ich ja schon in anderen Berichten genannt, wie eben hier auch der Versuch, auch hier mit Pinienrinde, Sand und Kokosfaser eine Moorumgebung zu schaffen für meine Heidelbeeren, die ich jetzt dieses Jahr gepflanzt habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, und auch hier sieht man natürlich Totholz, das ich wieder geschenkt bekommen habe und dann auch schon mal gleich ein paar Bohrungen reingemacht, falls da eine Biene kommt und den Platz haben möchte. Ja, ich denke, ich habe jetzt genug gebabbelt. Das Hortus-Netzwerk hat bald 2 Millionen Quadratmeter Gartenfläche, die nach diesem Konzept bewirtschaftet werden, wo eben versucht wird, die heimische Natur zu schützen. Dazu kommen dann natürlich auch noch jede Menge anderer Naturgärten, die jetzt nicht dem Hortus-Netzwerk angeschlossen sind.
ja, im Endeffekt das Wichtigste ist, man muss was tun, man kann was tun und jeder, der mitmacht, ist natürlich wertvoll. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.